Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren aus dem schönen Offenburg, aus dem Studio 1 der Mediklin zum Vortrag Herzchirurgie und Psyche. Mein Name ist Stefan Bauer, ich bin beschäftigt in la im Herzzentrum als Oberarzt und dort in der Herzchirurgie. Und ich freue mich heute Abend mit Ihnen einige Punkte über Herzchirurgie und Psyche zu teilen. Was wir in diesem Format vereinbart haben, ist, dass Sie die Fragen, die eventuell während des Vortrages auftreten, am Ende des Vortrags über die Chatfunktion stellen können. Ich freue mich nun mit Ihnen, die nächsten 60 bis 80 Minuten gemeinsam zu teilen über das Thema Herzchirurgie und Psyche. Wie Sie alle wissen, jedes Mal, wenn man eine Aufgabe übernimmt, ist es immer eine Herausforderung. So ist es auch jetzt für mich wieder eine Herausforderung, Sie zu Hause an Ihren Monitoren mit diesem Thema etwas ähm, zu unterhalten und Ihnen vielleicht die ein oder andere Frage oder die ein oder andere Thematik näher zu bringen. Sie sehen, der blaue Pfeil, an dem stehen wir dann. Sie werden jetzt sagen: Hey, was hatten der da alles mit uns vor heute? Und am Schluss werden Sie vielleicht mit ein, zwei Sachen, die Sie sich merken können, nach Hause gehen und diese Dinge in, im Alltag vielleicht auch umsetzen können. Wie Sie wissen, wir beschäftigen uns im Krankenhaus immer oft mit dem Thema Gesundheit. Aber was ist denn Gesundheit? Gesundheit ist, und das ist die Definition der WHO, ein Zustand des umfassenden körperlichen. Das kennt man ja, dass man irgendwie körperlich gesund sein muss, aber auch des geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht alleine das Freisein von Krankheit und Schwäche. So ist die Definition und das zeigt Ihnen schon als Einführung zu unserem Thema, dass doch irgendwo der Geist und die Psyche bei der Gesundheit eine größere Rolle spielen. Was ich Ihnen auch sagen möchte, ist, wir haben Patienten, die sich zunehmend verändern, auch was die Betreuung angeht. So einen jungen Menschen wie auf der rechten Seite, den brauchen Sie nicht groß psychisch zu betreuen, aber so jemanden, der im Wollstuhl sitzt oder im Bett liegt, der braucht vielleicht doch unsere psychische Unterstützung. Und was auch ist, wir haben es mit Patienten zu tun und nicht unbedingt mit Kundschaft. Wir haben Leute, die kommen zu uns, weil die eine gesundheitliche Problematik haben und um diese müssen wir uns kümmern. Dass sich dieses Bild des Kümmerns verändert hat in den letzten Jahren, ist auch vollkommen klar. Was sich auch verändert und zunehmend in die unschöne Richtung verändert hat, sind die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Sie wissen, es wird zunehmend ökonomisiert. Es gibt zunehmend ähm, die, die Tendenz, Dinge einzusparen, wegzulassen, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Aber was wir machen müssen mit der ökonomischen Veränderung ist, dass wir ganz dringend auf Innovationen setzen müssen. Und zwar Innovationen, die unseren eigenen Standard innerhalb der Klinik auch darstellen. Dann haben wir das nächste Thema, unsere Mitarbeiter. Sie wissen auch, Krankenhäuser sind heute nicht sehr viel wert. Das wertvollste Gut innerhalb eines Krankenhauses sind die Mitarbeiter und die Beschäftigten dort, die den Betrieb aufrechterhalten. Wir wollen aber auch eine gewisse Patientenorientierung haben, und zwar dahingehend, dass wir uns in der Tat vollumfänglich um unsere Patienten kümmern. Für die Manager unter uns ist es schwierig, im, im Spannungsfeld der, der Kosten, Kostendruck, Kostenreduktion zu arbeiten und die richtigen Knöpfe zu finden. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist so ein kleines Thema Wissen, Denken und Glauben. Sie wissen, wer glaubt, äh, denkt schon nicht mehr. Und was Sie hier sehen, was hier dargestellt ist, ist die Wissensgenerierung innerhalb der Medizin. Am Anfang der Beginner, der, Beginner, der weiß schon, naja, ich weiß eigentlich nichts, ich kann eigentlich nichts. Dann kommt die Phase, wo es gefährlich wird für alle. Jemand, der eigentlich noch nicht so viel kann, aber denkt, er weiß schon alles. Und am Schluss erst kommt die Phase des Experten. Der Experte ist der, der alle Fehler schon einmal gemacht hat und eigentlich merkt, wie wenig er am Schluss weiß. Und diese, diese Thematik versuche ich Ihnen heute. In dem Vortrag auch etwas äh, näher zu bringen. Ich möchte jetzt etwas sagen über Stress. Und Sie wissen ja, Stress und Herz, Herz, Psyche, Stress, ähm, um das geht es hier. Und Sie sehen ja hier, äh, das, sind, das ist so die Freizeittätigkeit, die ich ab und zu unternehme, zusammen mit unserer äh, Familie. Ähm, und Sie sehen, eigentlich gibt es kein schlechtes Wetter. Und hinter jeder Wolke scheint immer noch die Sonne. Und das Gleiche hat unsere Tochter gemacht, 15 Jahre, Steuerfrau, ist weggefahren, sechs Monate lang. Und jetzt ist die große Frage: Wer hatte in der Situation den Stress? Wem ist es denn mehr ans Herz gegangen? Ihr oder den dreien, die hier am Land standen und hinterher gucken mussten, wie das Schiff weggefahren ist? Die Sache lässt sich ganz klar beantworten: den großen Stress. Hatten die drei. Sie nicht. Die hat sich gefreut. Für die war es eine andere Sache. Aber Sie wissen auch, wir leben zurzeit in von uns empfundenen, stressigen, psychisch anspruchsvollen Zeiten. Wir haben diese Covid-Pandemie gehabt. Wir hatten mit Isolation deswegen zu tun. Wir haben mit Unsicherheit zu tun gehabt. Jetzt plötzlich ein kriegsgeschehen hat das ganze ähm, überrollt und wir haben es dann mit zu tun mit verlusten ängsten und es macht stress das macht psychischen stress das macht körperlichen stress aber zurück zu den naturvölkern die gute nachricht ist wir sind stress gewöhnt was ich Ihnen hier gezeigt habe, ist äh, im Brudertal die Wanderungsbewegung von Naturvölkern äh, innerhalb des Kinzigtals und am Bodensee. Und Sie sehen, da ist man 20 Kilometer am Tag unterwegs gewesen, um sein Essen zusammenzukriegen. Der Stress waren weniger so pandemische Sachen. Der Stress war vielleicht eher das, dass man Angst haben musste, dass ein wildes Tier kommt oder dass irgendeine wilde Gruppe kommt und einen irgendwie versucht abzumeucheln, das hat auch Stress gemacht. Das heißt, wir sind in gewisser Art und Weise durchaus evolutionsmäßig an Stress gewöhnt. Was wir aber merken ist, bei Stress, dass Herz und Psyche in enger Wechselwirkung stehen. Wir merken, wenn wir Stress haben, schlägt uns das Herz da bis zum Hals. Wir, wir wissen, oh, jetzt, jetzt spüren wir aber plötzlich, dass der erste Herzschlag da ist. Wir wissen, dass das Herz in den Kulturen eine besondere Rolle spielt. Wir sehen, dass hier auf dem Oktoberfest das Herz eine Rolle spielt. Wir sehen hier, dass selbst bei den alten Ägyptern auf dieser Waage der Osirix in diesem Gefäß das Herzgefäß vorhanden war und in diesem wurde das Herz ganz besonders aufgewahrt. Und Aristoteles hat gesagt, es gibt eine Gattung Ochsen, die haben Knochen als Herzen. Und das zeigt Ihnen, wieso Herzen bei uns in der Kultur verankert sind. Ich möchte jetzt mal einen kleinen Sprung machen, und zwar Herz und Psyche. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist ein Foto, eine Aufstellung von der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Und was Sie da sehen, ist die Anzahl von Klinikeinweisungen entsprechend der stattgehabten Spiele. Was Sie sehen, ist, dass während interessanter Spiele Deutschland gegen Argentinien plötzlich vermehrt Zuweisungen in die Notaufnahmen stattgefunden haben weil sich während dieser Fußball-WM vermehrt kardiale Ereignisse gezeigt haben. Das schlimmste Spiel war die Nummer 6, Deutschland-Italien. Ich bin jetzt gespannt, wie es dieses Jahr wird, wenn die Fußball-WM stattfindet, aber Sie sehen durchaus, dass solche Fußballspiele nicht nur für denjenigen, der spielt, ein Problem machen, sondern auch für die Leute, die zugucken. Ein Problem ist und das erzählt, erklärt Ihnen auch klar: scheinbar scheint die psychische Belastung während eines solchen Spiels, wenn man mit seiner Mannschaft mitfiebert, dazu führen, dass Patienten vermehrt wegen Herzerkrankungen eingewiesen werden müssen. Und es ist ja hier so: Mit Ihrem Herzleben können Sie ruhig Fußball spielen, nur keine Spiele der Nationalmannschaft im Fernsehen angucken. Das ist so die Karikatur dazu. Die Frage ist jetzt: Wie kommen Stress, Depression in die herz Dazu muss man wissen, dass wir in unserem Körper in etwa 100.000 Kilometer Adern haben und diese Adern, diese 100.000 Kilometer, die können krank werden. Da kann sich irgendwas ablagern. Ich möchte jetzt einen kleinen Bogen spannen: Wie Stress? Im Gehirn entsteht, der Stress entsteht im Gehirn über die Amygdala. Das sind, die, das sind ganz alte Gehirnareale, die im Hippocampus gelegen sind und über diese Amygdala wird bei uns der Stress ausgelöst. Man hat zum Beispiel in so einem MRT mal die Aktivierung der Amygdala sich angeguckt, auch bei Patienten, die man zum meditieren in ein MRT gelegt hat und konnte feststellen, dass auch bei der Meditation die Aktivitäten in der Amygdala deutlich erhöht waren. Was sie hier sehen, ist jetzt ein biopsychosoziales Modell zur Entstehung der koronaren Herzerkrankung. Sie müssen das alles nicht irgendwie sich merken, was sie aber merken, sich sollten, ist, dass die mitgegebene Biologik, dass das soziale Umfeld und die eigene Psychologie der Menschen dazu beiträgt, wie viel Stress jemand hat, wie viel Blutdruckanstieg jemand bekommt, wie viel Aggregation in den Thrombozyten passieren, was da insgesamt an Ablagerungen passiert, inwieweit der Stoffwechsel verändert wird. Und das können Sie hier auch noch mal sehen. Das ist ähm, von Deutschle äh, publiziert worden im Deutschen Ärzteblatt. Was machen Depression und chronischer Stress? Sie führen dazu, dass man vermehrt Cortisol ausschüttet. Cortisol, das ist das Medikament, das nehmen Sportler, um sich zu dopen. Da wollen die mit Muskulatur ansetzen. Führt aber in diesen Dosen, wenn es der Mensch selbst ausschüttet, zu einem metabolischen Syndrom, zu einer Insulinresistenz. Es führt zur sympathovagalen Dysbalance, das heißt der Blutfluss wird gestört, die Thrombozyten, das sind die Blutblättchen, fangen an, sich vermehrt zusammenzulagern. Es kann dazu kommen, dass das Endothel, das heißt die Auskleidung der 100.000 Kilometer Gefäßstrecke, sich verändert. Und es kann die autonomen Funktionen stören wie zum Beispiel Neigung zu Arithmin. entweder also Arrhythmien sind Herzrhythmusstörungen, entweder zu niedriger oder zu hoher Herzfrequenz und der Stress führt eben auch dazu zu einem veränderten Gesundheitsverhalten und zwar zu einer sogenannten Non-Compliance und als Paradebeispiel möchte ich hierzu zum Beispiel Lastwagenfahrer nehmen, die also immer einen psychischen Stress haben, wenn die mit dem Auto unterwegs sind und was machen die? Die gehen halt hin, die eine Zigarette nach der anderen, die essen ungesund, haben geringe Aktivitäten. Und das ist dann alles, was zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko beiträgt. Das heißt, diese psychosozialen Faktoren sind doch gefährlicher, als wir wahrscheinlich denken. Die klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Ernährung, Bewegungsmangel werden meist so naturwissenschaftlich von uns angegangen, aber es ist eigentlich viel interessanter, die Verhaltensmuster zu verändern, wenn man versucht herauszufinden, was ist denn der Grund für irgendwie eine koronare Herzerkrankung? Da ist doch viel interessanter, die Verhaltensmuster anzugehen und wie zum Beispiel Hypertoniebehandlung und was dahinter steckt. Das ist dieser Modebegriff Change Management. Das heißt, dass man versucht, sein Verhalten in irgendeiner Art und Weise zu verändern, damit man sich gesundheitlich besser fühlt und seine Gesundheitsprobleme vielleicht im Rahmen einer sekundären Prävention besser behandeln kann. Ich habe Ihnen hier eine Blut Blutdruck-Weltkarte mitgebracht und da sehen Sie die globale Dimension des Risikofaktors Blutdruck. Was Sie sehen ist, dass in den westlichen Ländern der Blutdruck und äh, je, je, je heller und je röter es wird, umso schlimmer ist der Blutdruck. Und was Sie sehen, in den USA ist der Blutdruck eigentlich relativ mild eingestellt. Bei uns in Europa ist der Blutdruck eher schlechter eingestellt. Und dann gibt es da noch so Länder wie äh, Bolivien. Da ist ganz schlecht mit dem Blutdruck, aber das hat weniger damit zu tun, dass die Leute sich schlecht um ihren Blutdruck kümmern, sondern es hat damit zu tun, dass sie in so hohen... In, in, in so hohen äh, Höhen leben, also über 3.500 Meter und dadurch eine Polyglobulie haben, einen hohen Blutdruck. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, Blutdruckmonitoring, wo ist es denn gut und wo ist schlecht? Je, grö je größer der Balken hier ist, umso besser ist es. Und Sie sehen hier, Germany da unten, äh, 34 Prozent kriegen wir irgendwie erreicht und ähm, beim, beim Cholesterin und beim Blutdruck kriegen wir in etwa 36 Prozent erreicht. Da gibt es Länder, die sind viel besser, wie zum Beispiel Spanien, Niederlande, Irland, UK, Schweden oder Ungarn. Die kriegen viel besser ihre Blutdruckwerte in den Griff. Woran liegt es? Die haben ein zentralisiertes Gesundheitssystem und es wird viel mehr Wert drauf gelegt. Man muss sich überlegen, Blutdruckeinstellungen, würde man ja denken, dass das eine Sache ist, die man in einem äh, Entwicklungs-, in entwickelten Land äh, hinbekommt, weil man hat sowohl die Ressourcen, man hat die Medikamente, man hat die Möglichkeiten zu messen. Jeder kann in die Apotheke gehen, kann sich so ein Blutdruckgerät für, äh, für 20 Euro kaufen. Das funktioniert aber warum kriegen wir es nicht hin Es liegt einfach daran weil wir wahrscheinlich nicht so den wert drauf legen weil die leute nicht darauf getrimmt sind herauszufinden oder dass ihnen bewusst wird was es bedeutet wenn man einen zu hohen blutdruck hat oder ein zu hohes cholesterin. depressionen Herzerkrankung, das habe ich ihnen auch vorhin schon mal ansatzweise gezeigt das heißt das pathophysiologische Modell dazu, das zeigt, dass die Depression eben dazu führt, dass geändertes Gesundheitsverhalten vorliegt. Und da ist immer zuerst die Frage, ist zuerst die Krankheit am Organ vorhanden, was zu einer Veränderung des Gesundheitsverhaltens führt, oder ist das Gesundheitsverhalten als erstes gestört und es kommt dann zur Veränderung vom Endorgan. Das heißt, das Ei- und Henne-Prinzip, das muss man hier, kann man sich wirklich vehement darüber streiten. Ich werde ihn aber nachher auseinander dividieren, dass es durchaus Persönlichkeiten gibt, die mehr zu Depressionen neigen und mehr zu Herzerkrankungen als, als andere, weil es eben unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Psyche und Berufsunfähigkeit zum Beispiel, normalerweise Sie wissen, die, die Erkrankung des Herzens und der Arteriosklerose ist die häufigste Erkrankung, die es gibt. Aber die häufigsten Erkrankungen für Berufsunfähigkeit sind seit 2006 psychische Ursachen. Es ist nicht mehr so der Rücken, es ist nicht das Herz-Kreislauf-System, es ist nicht das skelettomuskuläre System. Nein, es sind psychische Erkrankungen. es ist die Frage zum Beispiel, wenn man sieht Herzinfarkt, Herzinfarkt wurde ja früher oft als die Managerkrankheit ähm, äh, postuliert. Man muss sagen, Manager sind oft Verhaltenstypen des Typklasse A oder Alpha. Das heißt, äh, diese Menschen, die sind eher so, ähm, dass die sich schlecht was sagen lassen und immer voranarbeiten. Aber in den 80er Jahren, also in den 70er Jahren hat man gesagt, ja, das ist es, Manager, das ist es, der Manager, das ist das Problem. In den 80er Jahren hat man plötzlich festgestellt, in Studien, nee, ist gar nicht so, weil man hat dann herausgefunden, dass nicht so die Persönlichkeit, also diese Alpha-Persönlichkeit, äh, das Herz mehr beeinflusst, sondern es ist eher der Lebensstil. Der Lebensstil bestimmt irgendwie das Herzinfarktrisiko wesentlich stärker als die Stressbelastung. Die Traumatisierung und Vernachlässigung in der Kindheit erschweren oft den Zugang zum eigenen Körper, dass die Leute dann gar nicht merken, dass sie irgendwie mit ihrem, mit ihrem Körper ähm, Raubbau treiben. Und der Mediator dafür ist die sogenannte ähm, Cortisolachse. Und wenn Typ A-Persönlichkeiten soziale Bindungen haben, ist es eher positiv und hilft ihnen, den Stress ganz gut zu verarbeiten. In der Interhart-Studie hat man zum Beispiel geguckt, äh, was ist denn da los? Ähm, da haben wir 11.000 Herzinfarktpatienten mit 13.000 Kontrollpersonen äh, verglichen und die, die Sachen wurden adjustiert für Alter, Geschlecht und Rauchen. Und dann hat man eben gemerkt, dass wenn man Ärger hatte, also richtigen Ärger, dass Episoden des Ärgers eigentlich die Prädiktoren waren, wann irgendwann ein Herzinfarkt aufgetreten ist, in den darauf nachfolgenden Stunden. Und ähm, das, äh, das Risiko konnte man hier in, in der Studie von Mittermann in Circulation einfach klar äh, statistisch signifikant. Nachweisen. Das heißt, Ärger und sich ärgern scheint irgendwie auf das Herz doch eine Auswirkung zu haben. Wenn es eine A-Persönlichkeit gibt, gibt es auch eine D-Persönlichkeit, das ist so die depressive Persönlichkeit. Und die beschreiben könnte man eine D-Persönlichkeit so, bei denen ist das Glas immer halb leer. Nie halb voll. Das sind nicht so die Sunshiners, sondern das sind eher so die. Die Shadowers, die irgendwie überall im Schatten umherspringen und sagen: Hey, schwierig. Und da hat man gemerkt, dass äh, diese D-Persönlichkeiten, diese depressiven Menschen, nach 7,9 Jahren ein höheres, ein höheres Risiko hatten, einen Herzinfarkt zu bekommen. Als die A-Persönlichkeiten, die A-Persönlichkeiten bei Ärger und die D-Persönlichkeiten eher so, egal was die gemacht haben. Das heißt, dadurch, dass die eben diese Tendenz haben, Sorgen, düstere Sicht der Dinge, alles negativ, alles schlecht, unglücklich, irritiert sein, ja, das führt eben dazu, dass dadurch, dass auch noch eine soziale Inhibition dazukommt bei den Menschen, dass die eben scheinbar, doch ein höheres Risiko haben, eine, ähm, einen Herzinfarkt zu kriegen. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass das einen Unterschied hat, wenn man einen Herzinfarkt dann bekommt, auf die Mortalität, das heißt auf die Sterblichkeit. Menschen, die eine Typ-B-Persönlichkeit sind, sterben wesentlich häufiger, ja, in etwa viermal so häufig wie die Persönlichkeiten ohne eine Typ-B-Persönlichkeit und das 1996 in Lancet publiziert. Was so ist Zitat von Wilhelm Busch Kritik des Herzens. Wirklich er war unentbehrlich überall wo was geschah zu dem Wohle der Gemeinden. Er war tätig, er war da. Schützenfeste, Kinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafeln, Spitzenprobe, ohne ihn da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er, richtig, auch dabei. Das zeigt Ihnen ähm, die große Facette auch, dieses Unentbehrlichkeitsthema bei der Alpha-Persönlichkeit. Ähm, man muss einfach sich Zeit nehmen, um sich zu regenerieren. Das Ganze ist hier von Herrn Karasek 1979 auch schon festgestellt worden. Es gibt ja Dinge, wo man sagt: Hey, die Arbeitsbelastung, der Job ist so stressig und so. Und das kann man relativ gut in dieser Matrix festlegen. Je nachdem, man hat Arbeitsbelastung und zwar hat man einen hohen Entscheidungsspielraum und die Kontrolle ist hoch oder eine geringe Kontrolle. Und die psychische Anforderung der Tätigkeit ist die gering oder ist die hoch? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich nehmen würde als Chirurg, ich habe einen hohen Entscheidungsspielraum und habe aber auch eine hohe psychische Anforderung. Das heißt, ich bin eher hier in diesem aktiven Feld. Wenn ich jetzt einen anderen Job habe, bei dem ich vielleicht gar keinen Entscheidungsspielraum habe und dann noch irgendwie eine, eine geringe psychische Anforderung, dann bin ich in dem passiven Teil und dann. Kommt das dabei raus? Also es gibt noch so ISO Strain, das ist hoher Stress und geringe soziale Unterstützung, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Wenn man viel Stress hat, und eben in diesem Hochstressgebiet, was jetzt in, der, in dem Chart links unten war, liegt, hat man ein erhöhtes Infarktrisiko, unabhängig von Risikofaktoren. Man hat ein erhöhtes Risiko für depressive Störungen und Burnout. Man hat häufigere Fehlzeiten und eine höhere Rate an Frühinvalidität. Und möglicherweise ist die Kontrollmöglichkeit, die so gering ist, der Risikofaktor dafür, dass das genauso auftritt. Das heißt, hier man ist dann quasi hier vorne der der die Karren zwar zieht, aber den man immer so mehr und mehr aufbürdet. Das ist so das, was dann ähm, passiert und das ist so die Wahrnehmung der Leute und das zeigt ihnen so, dann irgendwann heben die ab und dann gehen die ins Burnout. Jetzt zeige ich Ihnen als nächstes ein Bild, was passiert, wenn jemand akuten Stress bekommt mit einer akuten Auswirkung aufs Herz. Betrifft meistens Frauen bei akuten Verlusten von nahen Angehörigen. Das ist die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie. So sieht das Herz normalerweise aus, gefüllt. Und das hier ist das Takotsubo. Takotsubo ist die sogenannte Tintenfischfalle. Die Tintenfischfalle wird in Japan eingesetzt, um Tintenfische zu fangen. Und die hat vorne so eine Öffnung. Da schwimmt der Tintenfisch rein. Da hinten bleibt er dann drin. Und dieses Ding erinnert an die Takotsubo. Falle. Und was man hier sieht, ist eine Patientin, die komplett gesunde Herzkranzgefäße hat, die aber erfahren hatte, dass ihr Mann gestorben war plötzlich. Und dann hat die diese Art der Kardiomyopathie entwickelt. Da vorne pumpt das Herz nicht mehr. Das ist das Herz hier in der Diastole, in der Erschlaffung. Und das hier ist das, was eigentlich in der Systole passieren sollte. Dann schnürt sich bloß noch ein Teil des Herzmuskels zusammen. Und diese Patienten, die haben aufgrund des Stresses diese Takotsubo-Kardiomyopathie bekommen. Das Ganze ist eine Ausschlussdiagnose. Weil wir wissen nicht, woher das kommt. Wir wissen aber, dass das besonders bei, ähm, bei Frauen nach schweren psychischen Erlebnissen und psychischen Schlägen eintreten kann. Wenn diese Menschen wenn das für die schlecht läuft und die werden verkehrt behandelt, indem man denen eventuell Medikamente gibt, hier Inotropika, das heißt, dass man versucht, das Herz zu peitschen und irgendwie zu gucken, jetzt muss das Herz aber irgendwie nach vorne gehen, dann kann es sein, dass man diese Patienten in eine terminale Herzinsuffizienz treibt und diese Menschen dann am Schluss mit einem Kunstherzen oder einer Kreislaufunterstützung enden. Das Schöne ist, meistens erholt sich das wieder. Man darf eben nur nichts machen. Man muss eben Ruhe bewahren. Man muss die Leute psychisch betreuen und dann wird es besser. Und dann hat man nochmal geguckt: Mensch, was sind das da für Menschen, die sowas kriegen? Ja, was, was sind das denn so für Persönlichkeiten? Und wenn es eine A-Persönlichkeit gibt, dann gibt es auch eine B, eine C und eine D-Persönlichkeit. Und die spielen so in dem, in dem Feld eher der depressiven äh, ähm, Persönlichkeit mit. Und das hat man also nachweisen können. Hier in, in, der, äh, in Oldenburg haben die das gemacht, zusammen mit Erlangen, und konnten nachweisen, dass die Patienten eine Prädiktion haben, die eine Typ C-Persönlichkeit sind. Die können auch eine Takotsubo-Kardiomyopathie bekommen. Jetzt. Wende ich mich eher so der Psyche zu und der Depression mal, damit Sie sehen, was da alles passieren kann. Depression, kennt jeder, oh, ich bin heute depressiv oder oh, der Oder ist aber depressiv. Gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit, ähm, verminderter Antrieb und das erste Symptom ist eine gesteigerte Ermüdbarkeit. Das heißt, wenn Sie feststellen sollten, dass Sie immer müde sind, dann würde ich Ihnen auch mal raten, nachzugucken. Bin ich gerade dabei, eine Depression zu entwickeln, oder bin ich auf einem Prozess, der eventuell hier etwas macht, ein sogenanntes Burnout-Rad? Das heißt, ein Burnout ist so quasi eine Leistungsverminderung gepaart mit einer Depression. Und das Ganze, Sie brauchen das nicht lesen, ich habe es Ihnen hier zusammengestellt. Am Anfang sind alle irgendwie total motiviert und machen mit und machen so diese sogenannte Honeymoon-Phase durch. Und dann merken sie, okay, mein Wert ist eigentlich meine Arbeit. Nicht ich bin der Wert, sondern meine Arbeit ist irgendwie der Wert. Und man versucht sich immer weiter in der Arbeit zu beweisen. Und es wird immer mehr Energie dann in die Arbeit umgelenkt und man vernachlässigt dann so seinen eigenen Bereich. Und am Ende kommt es zu einer schweren Erschöpfung, Schlafstörung oder Fehlleistung bis hin zum Zusammenbruch während der Arbeit. Das sind die Dinge, die die Psyche mit uns machen kann. Und wenn Sie sich das angucken, Zusammenbruch auf der Arbeit, dann können Sie sich auch vorstellen, ja, vielleicht da irgendwie so. Weiß nicht, was kann da passieren? Vielleicht Herzrhythmusstörungen, das ist das Häufigste. Das ist auch so, dass wir des Öfteren viele junge Patienten sehen, die im Rahmen von Stresssituationen, die müssen sich auf eine Prüfung vorbereiten und plötzlich kriegen die Herzrhythmusstörungen, weil die eben in so einem Burnout drin sind. Jetzt bin ich ja Handwerker. Also, Chirurg ist ja nichts anderes als Handwerker. Und als Handwerker habe ich mein eigenes Schicksal. Ich werde aber nicht depressiv drüber. Der Voltaire, Philosoph, hat gesagt Die Kunst des Arztes besteht darin, den Patienten so lange zu amüsieren und bei Laune zu halten, bis er von alleine heilt. Das ist so immer der Punkt, der mich motiviert die Patienten weiter zu motivieren und zu unterstützen, weil ich habe als Handwerker ein Problem. Ich muss mich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ja, ich muss mich hier auseinandersetzen. Was ist denn besser? Sprengen, schneiden? Dann gibt es diesen Mann, den Herrn Grünzig. Der Herr Grünzig hat Stents entwickelt. Stents, die man in Gefäße reinmachen kann, um Themen zu bearbeiten. Das heißt, Gefäßstützen, mit denen man Verengungen in Herzkranzgefäßen behandeln kann. Er selbst ist 1985 beim Flugzeugabsturz irgendwie ähm, ums Leben gekommen, leider. Und diese Themen sind für uns dauernd da. Das heißt, Thema Bypasschirurgie oder Aufdehnen. Wenn Sie jetzt Patient sind, egal in welcher psychischen Verfassung Sie sich befinden, und ich sage Ihnen, was wollen Sie? Sowas, ich kann Ihnen hier über einen kleinen Peaks. das macht unser Dr. Mashayecke, unser neuer Chefarzt für Kardiologie, extrem gut, mache über so einen kleinen Pixel da Ihre Herzkranzgefäße in Ordnung, oder da kommt so einer, der dann irgendwie... Die Herzkranzgefäße mit Beipässen versorgt, sie aufschneidet, irgendwelche Sachen dran macht und so, dann wählen die Patienten meistens, sagen sie, ah, ich will den Peaks. Das macht mich psychologisch so ein bisschen ab und zu fertig, aber inzwischen sind wir über dieses Stadium hier drüber raus, das Münchhausen-Stadium. Wenn irgendwelche Geschichten erzählt werden, meistens auf Kongressen und jeder hat sich selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen, darüber sind wir hinweg. Wir gehen inzwischen ehrlich miteinander um. Der Kardiologe weiß, was er kann, die Herzchirurgen wissen, was sie können, wir arbeiten zusammen. Und wir haben zum Beispiel Operationen ohne herz maschine hier in La 96,8% gemacht mit einer niedrigen Sterblichkeit, das ist für die Patienten extrem wichtig, das ist psychologisch extrem wichtig für die, die operiert werden. Und für die, die aufgedehnt werden, ist auch wichtig, weil die wissen, dass wir, die Kardiologen und die Herzchirurgen miteinander reden. Wir haben Konzepte, mit denen wir ähm, arbeiten. Wir haben Konzepte, mit denen wir leben. Wir nehmen die Patienten wahr, wir versuchen für Patienten wirklich das beste Verfahren herauszufinden, sodass sie sich psychologisch wirklich geborgen fühlen können mit einem exzellenten Team. Bei den Herzklappen genau das Gleiche. Hier, Degeneration von Herzklappen. Wir wissen, dass, wenn jemand was an der Hauptschlagaderklappe hat, nach einem Jahr, wenn er Symptome hat, 60 Prozent gestorben sind. Der Grund dafür ist eine. Erhöhung vom Blutdruck auf der linken Seite zu sehen in der Herzkammer und auf der rechten Seite hier unten sehen Sie, was dann am Schluss im Körper rauskommt. Ich als Herzchirurg kann das anbieten. Ich kann sagen, hier aufschneiden, kleiner Schnitt, natürlich minimale Sternotomie, wir machen Klappen rein, aber inzwischen sind wir weiter. Wir haben kathetergestützte Verfahren, wir haben Hybrid OP-Saal. Wir haben hier den Herrn Grebier, der Herr Gripier hat entwickelt, dass es Klappen gibt, die man via Katheter einsetzen kann. Auch hierzu haben wir unsere Klinik zwischenzeitlich verstärkt, sodass wir sagen können, hey, wir können das jetzt in der Tat mit einer höchsten Expertise äh, anbieten für alle Gegebenheiten, indem wir Klappen mit dem Katheter auf, äh, aufblasen können, einbringen können. Wir haben sämtliche Klappentypen am Start. Auch für die Mitralklappen, das heißt die Klappen, die zwischen der linken Vorkammer und der Hauptkammer sind, haben wir Systeme, dass wir sagen können, wir können diese komplexe Klappe, die aus eigentlich drei verschiedenen Anteilen besteht, aus einem Segelanteil, einem Kordenanteil und aus einem Anteil mit den Papillarmuskeln gut behandeln. Hier sehen Sie Harmonie und Architektur, das ist die Sagrada Familia in Barcelona. Und da sehen Sie auf der linken Seite das Bild und auf der rechten Seite ist ein endoskopisches Bild, was ich gemacht habe von einer Mitralklappe. Und Sie sehen, die Architektur ist relativ gleich. Wir kann auch sagen, pass auf, auch wenn du was an der Klappe hast, wir kriegen dich mit der Klappe und der Klappenreparatur in einen Zustand, dass sie eine fast normale Lebenserwartung haben. Wir machen es minimalinvasiv, auch die Mitralklappenchirurgie minimalinvasiv endoskopisch über kleine Zugänge. Über eine rechtslaterale Thorakotomie. Wir sind in der Lage diese Klappe exzellent zu sehen. Am Schluss bleibt ein kleiner Schnitt übrig. Das heißt, da sind wir gefordert als Chirurgen. Wir haben in der Hinterhand aber auch unsere kardiologischen Kollegen, die mit dem Clip auch Klappen reparieren können, aber das geht eben nicht für alle Klappen sondern nur für äh, spezielle Situationen, dass man diese Klappen mit einem Clip auch versorgen kann. Wir arbeiten aber weiter dran, diese Verfahren für Sie einfach auch psychisch erträglicher zu machen. Wenn ich jetzt mit dem Patienten rede, dann habe ich einen, keinen Fragebogen, weil das hier ist jetzt zum Beispiel ein, ein HADS Hospital Anxiety and Depression Scale. Da muss man viele Fragen stellen, wie geht es Ihnen? Das ist, für einen, das ist für einen Chirurgen irgendwie viel zu, ähm, viel zu schwer. Sondern es ist eher so der, äh, der PHQ2-Fragebogen. Das heißt, einfach eine Frage, haben Sie in den letzten, im letzten Monat unter Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung oder Depression gelitten? Und waren Sie im letzten Monat interessenlos, freudlos? Auch für Dinge, die ihnen normalerweise Spaß machen. Wenn jemand auf beide Fragen mit Nein antwortet, können Sie zu 96 Prozent ausschließen, dass derjenige oder diejenige eine Depression hat. Wenn man eine Frage mit Ja beantwortet, mhm. wenn man beide Fragen mit Ja beantwortet, können Sie sicher sein, dass jemand eine Depression hat. Und jetzt geht es mir darum: Psychologische Faktoren bei weiteren Krankheitsbildern. Herzkatheter, Koronarintervention und Bypassoperationen. Wir wissen, dass in der Wartezeit auf die Prozedur 50 Prozent der Patienten ausgeprägte psychische Ängste erleiden. Ja, und nach der Bypassoperation haben ein Drittel der Patienten vorübergehende Symptome einer psychischen Störung und bis zu 50 Prozent über Monate bis Jahre kognitive Defekte und Defizite. Das heißt, hier in der Wartezeit, 50 Prozent der Patienten haben ausgeprägte Ängste. Deswegen muss man wahrscheinlich auch den Patienten mitteilen, ja, eigentlich haben sie keine Wartezeit, sie haben einen Termin bekommen und sie warten nicht auf den Termin, sondern das ist eine Terminierung. Das ist so, wie wenn sie zum Friseur gehen. Lassen sich die Haare schneiden, kriegen sie auch einen Termin, da würde auch keiner sagen, ich stehe auf der Warteliste beim Friseur. Ähm, nee, äh, das ist das nicht, sondern es geht darum, dass manche Patienten aufgrund von verschiedenen körperlichen Gebrechen oder jetzt mit Corona und Covid-Infekten ihre Operationen zum Teil verschieben müssen, weil die eine Infektion erlitten haben oder andere körperliche Befindlichkeiten haben. Und die haben dann in der Wartezeit. Ängste. Wir wissen auch, dass Depression und Angst bei Operationen vor und nach Operationen, und das ist hier in Annals Thoracic Surgery ähm, publiziert 2015, dass es dazu führt, dass die Patienten sich weniger schnell erholen und eine höhere Mortalität haben postoperativ. Alleine das Symptom Angst und Depression führen dazu, dass aufgrund der psychischen Konstellation Patienten vermehrte Komplikationen erleiden. Das gleiche ist so, dass es hier äh, Angst und chirurgisches Ergebnis, das ist äh, 2013 in äh, Journal of Cardiology publiziert worden. Dass die präoperative Ängstlichkeit ein Prädiktor der Mortalität und vermehrten Komplikationen bei Patienten über 70 Jahre hat man das da untersucht, bei Herzchirurgie darstellt. Man kann das hier sehen: Das hier sind die Komplikationsraten von Patienten, die man festgestellt hat, und diese Rate hier unten, diese offenen Kreise, das sind die Komplikationen, die es gibt nach SDS-Score, prädiktiert bei Patienten, die vor der Operation keine Angst hatten oder wenig Angst. Und hier oben die, die Faktoren bei Patienten, die Angst hatten. Und Sie sehen, dass das hier schon fast so um das Doppelte höher ist. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen uns als Operateure, als äh, Katheterinterventionalisten als Anästhesisten, als Internisten extrem um dieses Thema kümmern. Wir müssen wissen, habe ich es mit einer depressiven Persönlichkeit zu tun und was kann ich machen, um diese, um diese depressive Persönlichkeit, diesen Patienten, wieder auf meine Seite in das richtige Fahrwasser zu bekommen. Weil damit kann ich wahrscheinlich wesentlich effektiver die Komplikationsraten verändern. Und wir wissen ja, es gibt viele Herzchirurgischen Kliniken, wir machen alles gleiche. Aber es gibt einige, die haben viele Komplikationen, einige, die haben wenig Komplikationen. Wahrscheinlich ist es so, dass diese psychischen Auswirkungen nicht ausreichend in den Untersuchungen dargestellt werden und deswegen der Bias entsteht und die Einflüsse auf die Ergebnisse eher im psychischen Faktor zu suchen sind. Man kann aber auch so äh, machen, zum Beispiel hier hat man untersucht äh, von, von, von Williams eine Studie, auch Anal Thoracic Surgery, da hat man untersucht, inwieweit eine Patientenaufklärung negative Effekte haben kann. Wenn ich Ihnen einen Patientenaufklärungsbogen in die Hand drücke, kommentarlos und sage, hier, das ist es, dann kriegen Sie Angst. Das ist das, was passiert. Was da drin steht, ist nicht schön. Sie lesen über Komplikationen, über mögliche, über mögliche äh, Dinge, die während einer Operation passieren können. Und Sie müssen immer wissen: in so einem Aufklärungsbogen sind die Dinge, die am wenigsten häufig passieren, am allermeisten darzustellen. Wie zum Beispiel, äh, man kann blind werden. Blind deswegen, weil Auge ein besonderes Organ ist, was geschützt werden muss, zum Beispiel. Es gibt aber ganz wenig Leute, die blind sind nach einer Operation. Aber weil das so selten ist, muss man sie darüber natürlich auch exzellent aufklären. Bedeutet andersherum, die Aufklärung von Patienten vor der Operation ist für uns eine Riesenchance, weil wir können damit ihnen sagen, den Patienten oder Ihnen, was kann alles passieren, aber was wir alles tun können, damit nichts passiert. Und in dem Moment, wo man diese Gesprächsführung von dieser Nocebo-Ebene, das also Nocebo ist die Ebene, die schadet, in eine positive Ebene äh, bekommt, hat man den Patienten auf seiner Seite. Und dann ist es eben wichtig, dass der Patient ein sogenanntes Coping mit demjenigen, der ihn behandelt, durchführt. Das heißt, Coping heißt, man läuft Seite an Seite und Coping hat man festgestellt, hier von der äh, Freien Universität Berlin, von Herrn Konatz, dass Coping extrem wichtig ist und als ein ganz wichtiger Mediator dafür dient, als Vehikel, dass man sich von einer Herzoperation oder einer Intervention am Herzen schneller erholt. Man kann das Ganze noch, äh, noch weiter treiben. Das haben die, äh, die Amerikaner gemacht und haben das in American Heart publiziert. Die haben den Patienten einen Psychologen an die Seite gegeben, auch nach Eingriffen mit dem Herzkatheter, und hatten damit viel bessere Ergebnisse und viel weniger Komplikationen, als das war, wenn Patienten ohne Begleitung waren, das heißt ohne Bezugsperson. Und die Bezugsperson, das ist für einen Patienten eminent wichtig. Ein Patient benötigt in einer Klinik eine Bezugsperson, einen festen Ansprechpartner. Und man kann das eben auch hier sehen, in, in dieser, also die psychosomatische Medizin hat sich auch äh, damit beschäftigt und hat gesagt, Mensch, ähm, wenn man eine... Neuroendokrines Monitoring macht, dann kann man in der Tat bei den ängstlichen Patienten sogar feststellen, dass sich die Hormone, diese, äh, diese äh, HPA-Schiene, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, deutlich erhöht sind. Und die Angst ist ein richtiger, wichtiger Faktor, weil Angst eben auch als Symptom und also Angst und Depression dazu führen, dass Patienten viel häufiger in Kliniken zurückkommen. Ich pff, äh, möchte das vielleicht mal an einem kleinen, äh, einem kleinen Beispiel, was wahrscheinlich in Deutschland in vielen Kliniken äh, regelmäßig passiert, einfach mal äh, darstellen. Ähm, Patient wird operiert, bekommt einen chirurgischen Eingriff. Nach dem chirurgischen Eingriff alles gut verlaufen, Patient erholt sich blendend, klinisch komplett in Ordnung und dann bekommt der Patient vor der Entlassung eine technische Untersuchung. Egal welcher Art und Weise, ob Ultraschall vom Bauch, Ultraschall vom Herz, Ultraschall von Gefäßen. Und während dieser Ultraschalluntersuchung wird eine Auffälligkeit gesehen und diese Auffälligkeit wird dem Patienten mitgeteilt. Was dann regelmäßig passiert ist, dass der Patient Sofort in eine Angstsituation gerät, in eine depressive Verstimmung. Und Sie können eigentlich die Uhr danach stellen, dass Sie diesen Patienten irgendwann in den nächsten drei, vier Wochen wieder sehen werden, alleine aufgrund dieser Verhaltensform, dass man ihm mitgeteilt hat, dass irgendeine Auffälligkeit bei einer Untersuchung war, die aber klinisch überhaupt keine Relevanz hat. Und das ist eben dass ähm, das, das richtige das, das ganz wichtige Thema, dass wir alle uns extrem darauf fokussieren müssen, den Patienten keine Ängste zu machen und keine Depressionen auszulösen, weil das wird unsere Ergebnisse, unser gesamtes Handeln in ein extrem ungünstiges Licht rücken. Und das Gleiche hat man hier auch festgestellt bei Patienten mit, äh, mit äh, kongenitalen Herzfehlern. Da hat man, die, die wissen ja dann schon oft, diese Patienten, dass sie einen Kinderherzfehler haben und sind schon älter und leben schon seit Jahren mit dem Kinderherzfehler. Da hat man eben auch gemerkt hier, ähm, was hat man denn irgendwie als, als Behandlungsmittel rausgefunden? Da hat man gesagt, hier, äh, Humanisierung der, äh, der, der, der Behandlung, naja? Psychokardiologie, dass also jeder so ein bisschen ein Gespür für seinen Patienten entwickelt, dann patientenfokussierte Therapie und positive Energien ausstrahlen. Das sind die Dinge, die eigentlich viel mehr die Psyche beeinflussen und auch am Schluss das Ergebnis wesentlich mehr beeinflussen. Ich fasse zusammen und nehme als Fazit, Herz und Psyche ist ein extrem spannendes und in der Regel extrem unterschätztes Thema. Es ist extrem wichtig, dass die psychische Seite der Patienten während des Aufenthaltes in der Klinik mit berücksichtigt wird. Und zwar von allen. Beteiligten Berufsgruppen. Ob das am Schluss die reine Machefrau ist, ob das die Rezeptionsdame ist, ob das der Haustechniker ist. Jeder. Im Moment, in dem eine positive Stimmung, ein positiver Spirit innerhalb einer Klinik herrscht, überträgt sich dieses zwangsläufig auf die Patienten. Und dann werden die Ergebnisse auch noch besser werden. Ich als Chirurg kann nur sagen: Okay, Triple E. Empathisch, erfahren, enthusiastisch, das ist eine äh, wichtige Sache. Und Hobbypsychologe. Wichtig ist die psychologische Begleitung der Patienten im Verlauf der Operation durch einen Ansprechpartner. Und das ist in der Regel der verantwortliche Chirurg. Der muss für alle Fragen für den Patienten parat stehen ein Vertrauensverhältnis vorher aufbauen und dieses Vertrauensverhältnis muss eben durch diese gesamte Behandlung hindurch aufgebaut bleiben und am besten noch nach der Entlassung weiter aufrechterhalten werden. Wir können festhalten, dass die Angst das OP-Ergebnis das OP beeinflusst. Verschiedene OP-Verfahren und Methoden können den Patienten die Angst nehmen. Wichtig ist frühzeitige Mobilisation. Ich habe darüber jetzt relativ wenig gesagt, aber wenn jemand zum Beispiel eine depressive Episode hat, ist das Wichtigste, diese depressive Episode zu überwinden, Bewegung. Regelmäßige Bewegung und ähm, den Körper wieder in eine Bewegung versetzen und dieses sich bewegen wird sich dann auf das Gehirn auswirken und es wird da helfen, diese depressive Stimmungslage zumindest ansatzweise umzudrehen. Die Ergebnisse werden besser und wir müssen uns alle darum kümmern, dass Gesundheit eine allumfängliche Behandlung erfordert und nicht nur irgendwie an einem Herzkranzgefäß. Einen Stand zu machen oder einen Bypass oder eine Herzklappe auszutauschen. Es gehört wesentlich mehr dazu. Ich bin jetzt mit meinen Ausführungen am Ende und werde Ihnen jetzt zwar keinen Sonnenuntergang aus Offenburg präsentieren können, aber ich kann Ihnen hier einen Sonnenuntergang in Aresköping zeigen an der Ostsee und bin jetzt gespannt, was Sie für Fragen haben. Ich bedanke mich einstweilen für Ihre Aufmerksamkeit und die Teilnahme an dieser virtuellen Veranstaltung und hoffe, dass Sie das ein oder andere mit nach Hause nehmen konnten. Vielen herzlichen Dank. wir Fragen? Sister? Keine Fragen. Michael Benz, toller Vortrag. Keine Fragen. Schade. Hört man mich? Nö. Nee. Ja? Also, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie jetzt. Wenn Sie keine Fragen haben, ist das auch ein gutes Zeichen. Weil es zeigt mir, wir haben es nicht so schlecht hingekriegt für Sie. Wir werden hier noch so ein bisschen bleiben. Ich weiß nicht, wie lange wir da noch so den Kanal offen halten. Oh, jetzt. Jetzt schreibt jemand. Ich bekomme gerade von dem Team aus 20 Leuten, die um mich herum sitzen, signalisiert, es kommt eine Frage. Jetzt. Die Frau Haas die hier auch mit mir zusammen da ist. Die schreibt wild. Ich kann die Frage leider nicht auf meinem Monitor sehen. So, oh, jetzt jetzt kommt die Frage als Zettel. Oh, jetzt eine Frage. Was halten Sie von Selbsthypnose zur Angstüberwindung? Super. Also äh, ist eine super Sache. Ähm, man, muss, man muss ganz klar sagen: Es gibt ja äh, verschiedene Kulturkreise, bei denen die Meditation, und Meditation ist ja nichts anderes als eine Art der Selbsthypnose, die die durchführen, das bedeutet, man, man führt sich in einen ähm, psychisch entspannten Zustand über und kann damit etliche Ängste behandeln. Ähm, man hat während solcher Meditationen, man hat also verschiedene so, ähm, tibetanische Mönche, auch im MRT während der Selbsthypnose untersucht. Man würde ja eigentlich denken, dass in dem Rahmen das Gehirn entspannt ist. Das Gehirn ist aber in der Situation nicht entspannt. Es arbeitet mehr als normalerweise, kann man sehen. Aber ähm, Selbsthypnose ist sicherlich eine extrem gute Sache, weil der Einstieg in die Selbsthypnose ist meistens eine Achtsamkeitsübung. Dass Sie äh, sich irgendwo zurückziehen und versuchen mal auf ganz bestimmte Körperfunktionen bewusst zu achten und sich damit in einen meditativen Zustand zu versetzen. Ist sicherlich für denjenigen, der das kann und der das gelernt hat, eine hervorragende Sache, einfach um einen Ausgleich gegen die stressige Welt zu haben. Achtsamkeitsübungen. Ähm, Brauchen in etwa so zehn Minuten, genau wie so Selbsthypnose auch, wenn jemand das geübt hat, der schafft es in 20 Sekunden, sich selbst zu hypnotisieren und dann auch wieder aus dem Zustand herauszukommen. Jetzt gibt es hier noch was. Ich muss meinen Leistenbruch operieren lassen und ich bin ein Mega-Angsthase. Werde ich da in La auch gut betreut? In La, ja, nur nicht im Herzzentrum. Also Leistenbrüche operieren wir leider keine. Ähm, wir können das zwar alle, die Chirurgen, aber man soll immer das machen, was man am besten kann. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie solche Angst haben, sich einen Chirurgen auszusuchen, mit dem Sie vom Bauchgefühl her gut zurechtkommen wo Sie sagen, jawohl, da habe ich Vertrauen, zu dem gehe ich hin. Und dann kann es durchaus sein, dass Sie erstmal so zwei, drei Besuchen, bis Sie dann einen finden, mit dem Sie sagen, jawohl, das ist hier richtig. Sie können davon ausgehen, dass ein Leistenbruch jetzt keine ähm, Extrem Herausforderungsoperation darstellt, sondern es ist eine, eine Operation, die auch im, im Facharztkatalog gefordert wird. Das heißt, es ist eine Operation, die eigentlich jeder können muss. Und ähm, so würde ich Ihnen das empfehlen. Suchen Sie sich jemanden, mit dem Sie gut persönlich zurechtkommen, wo Sie dann auch sagen, ja, meine Ängste sind da einigermaßen abgefedert, der kümmert sich um mich und dann, dann läuft das schon. Jetzt haben wir noch zwei Fragen gekriegt. Herz und Covid interessiert mich auch. Ich bin gerade positiv. Ist die Frage positiv mit Covid oder so positiv und habe seit der hohen Blutdruck. Ja, stimmt. Dazu äh, muss man eins wissen. Ähm, Herz und Covid ist natürlich ein, ein riesen, ein riesen Betätigungsfeld für uns, weil wir feststellen, dass diese Entzündungsreaktion durch die Covid durchaus auch die Gefäße betreffen kann und durchaus auch die Regulation der Gefäße und der Gefäßwände betreffen kann. Es kann zu Endothelschäden kommen und diese Endothelschäden führen oft zu einer Aktivierung der Arteriosklerose und deswegen sehen wir oft vermehrte Herzinfarkte. Was wir aber auch sehen, sind erhöhte Blutdruckwerte. Und das liegt daran, dass durch die Immunreaktion der Gefäßwände die Gefäße steifer werden und dadurch es zu einer Erhöhung des Blutdrucks kommt. Ich würde Ihnen empfehlen, mit Herz und Covid, monitoren Sie Ihren Blutdruck. Ich würde Ihnen eventuell sogar raten, vielleicht eine, wenn Sie da Probleme hätten. Sich untersuchen zu lassen, ob sie auch im EKG irgendwas haben, wenn sie irgendwie Angina pectoris oder was, also Angina pectoris, ein Schmerz in der Brust, bekämen, wäre ich da sehr alarmiert und würde mir da Gedanken machen, einen Kardiologen aufzusuchen, der sich dann um ihre Probleme kümmert. Dann habe ich hier noch was: Herzprobleme im Brustraum beim Arbeitsstress. Was soll man tun? Auch hier zum einen analysieren, wann treten diese Probleme auf im Brustraum. Mit dem Stress an der Arbeit hat es zu tun. Okay, tritt es auf in Ruhe oder bei Belastung oder äh, muss man rausfinden. Das kann psychisch sein, dass die Psyche ihnen da ein, eine Brustenge macht kann aber auch in der Tat was sein, dass Sie das spüren, dass Sie eine koronare Herzerkrankung hätten, zum Beispiel, und Sie dieses bei Stress wahrnehmen, weil der Blutdruck halt ansteigt. Schlussendlich, man muss nur herausfinden, was es ist. Und das geht nur, indem Sie einen Kardiologen aufsuchen, Belastungs-EKG machen, dass man auf jeden Fall versucht, auszuschließen, dass es ein körperliches Problem ist, ein Organproblem, dass irgendwo eine Ader am Herzen verstopft ist. Wenn das ausgeschlossen ist, dann würde ich Ihnen raten, wenn die Herzprobleme weiter bestehen, dann würde ich an Ihrer Stelle eine psychologische, psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, meistens als Gesprächstherapie, bei der Sie dann Ihre Probleme äußern können. Und da werden Sie sicherlich auch wenn das so wäre, dass es das psychisch ausgelöst ist, verschiedene Techniken der progressiven Entspannung lernen und eben auch wissen, wo ihre Trigger sind, die am Schluss diese Beschwerden, die sie haben, auslösen. So, weiter geht's. Jetzt jemand, der sich hier meldet mit einem Morbus-Basedorf, der Morbus-Basedorf. Ist eine Erkrankung der Schilddrüse, eine Auto-Antikörpererkrankung Auto der Schilddrüse mit Ablagerung von Antikörpern hinter dem Augapfel, was dazu führt, dass die Fettpolster, die hinter dem Augapfel sind, anfangen zuzunehmen und dann kommt, bekommt man solche Augen, die quasi etwas vermehrt hervorkommen. Und das ist bei Schilddrüsenerkrankungen. Und wenn jemand Schilddrüsenerkrankungen hat, wie jetzt hier geschrieben, auch Tachykardie und Herzrhythmusstörungen entwickelt, und es reicht eine Kleinigkeit, die Symptome auszulösen. Das ist etwas, da muss man Ihnen empfehlen, einen richtig guten Endokrinologen aufzusuchen. Endokrinologen sind die Menschen, die sich mit Drüsenproblemen beschäftigen, also Schilddrüse mit der Hirnanhangsdrüse zum Beispiel oder mit den Nebennieren. Und diese Menschen sind in der Lage erstmal zu analysieren, wie sind ihre Antikörper, wie ist Magtaktrak zum Beispiel, wie sind ihre TSH-Werte, wie sind ihre FT3, FT4-Werte, weil wenn die Schilddrüse ein Problem hat, neigen Patienten vor allem bei der Überfunktion dazu, dass das Herz schneller schlägt und es zu Herzrhythmusstörungen kommt. Das kann so weit gehen, dass man eventuell eine Therapie der Schilddrüse durchführen muss. Zum Teil geht es mit einer, mit einer Strahlentherapie und man muss sehen, ob sie eventuell eine Immunsuppression benötigen. Das muss aber echt ein Experte machen, weil. Dazu braucht man einen extrem versierten Menschen, der auch in der Lage ist, abzuwarten, zu sehen, was die, was die, was die Hormonwerte machen, wie sich die Hormonwerte bei ihnen auswirken. Das ist, eine ganz, ist für den Endokrinologen eine ganz spannende Geschichte, aber für Sie als Patient ganz unangenehm, weil wenn Sie bei der kleinsten Kleinigkeit eine Tachykardie bekommen, dann ist das für Patienten dramatisch unangenehm, weil die kriegen dann sofort Angst. Und die Angst verstärkt natürlich wieder die Tachykardie. Also meine Empfehlung Endokrinologen aufsuchen, der sich um die Schilddrüse kümmert und zwar dauerhaft. Und da brauchen Sie auch jemanden, der richtig, richtig versiert und gut ist und nicht irgendwie so im Vorbeigehen sagt ja, nehmen Sie eine Tablette äh, äh, l oder so. Das, das bringt es bei Ihnen dann nicht. So, jetzt wieder jemand. Also lauter Corona-Infizierte mit hohem Blutdruck. Ich habe erhöhten Blutdruck nach einer Corona-Infektion. Der Kardiologe hat Kante-Satan ausgesucht. Mein Blutdruck von 138 zu 80. Ja, gut gemacht. Der Kardiologe hat also einen ACE-Antagonisten eingesetzt, also einen Angiotensin-Converting-Enzym-Antagonisten der den Blutdruck absenkt. Das ist wahrscheinlich die richtige Therapie. Man muss nur sehen, wenn die Antikörper weg sind und die Infektion ist ein bisschen weiter weg, kann sein, dass der Blutdruck wieder abfällt. Und dann haben Sie nach wie vor das ganze Satan. Da müssen Sie natürlich extrem gucken, wie Ihr Blutdruck ist. Ich empfehle Ihnen dazu sich ein Blutdruckmessgerät zu kaufen, am besten ein sogenanntes Oberarm-Blutdruckmessgerät, kein Handgelenks-Blutdruckmessgerät. Das können Sie käuflich erwerben in einer Apotheke oder in einem geeigneten Sanitätshaus. Und dann messen Sie dreimal am Tag Ihren Ruheblutdruck am Arm. Ruheblutdruck heißt Ruheblutdruck, dass Sie in Ruhe sind. Sie müssen sich zumindest mal zehn Minuten hinsetzen, nichts tun. Arm In Herzhöhe und dann messen. Das ist das Messprotokoll. Wenn Sie das Messprotokoll nicht einhalten, messen Sie bloß Murks und die Werte sind nicht vergleichbar. Das ist so, wie wenn Sie irgendwie äh, zum TÜV gehen und die messen Ihre Abgasuntersuchung, das machen die auch nach dem Protokoll. Und genauso müssen Sie das Protokoll für den Blutdruck machen. Aber die Behandlung ist ganz gut und Cantessatan ist ein, äh, ein gutes Medikament. Und dann muss man mal sehen, wie sich Ihr Blutdruck weiterentwickelt. Es gibt noch mehr Fragen. Was ist denn jetzt passiert? Erst nichts. So. Hm. Wie lang ist, ist circa der Zeitraum, bis die Depression das Herz schädigt? Habe ich Ihnen gezeigt, in der einen Folie waren das 7,8 Jahre, dass es gedauert hat von der Depression, bis durchschnittlich dann eine Herzerkrankung festgestellt werden konnte. Wie sind die Ängste nach einem Aortenklappenersatz? Sind die Ängste nach einem Ordnerklappenersatz vergleichbar mit dem Ängsten einer Bypassoperation? Ähm, ja, es ist am Herzen operiert worden, aber bei einer Klappe kommt noch mal dazu. Was macht denn meine Klappe? Ist sie in Ordnung? Wenn wir biologische Klappen einsetzen, dann wissen wir, dass diese Klappen irgendwann degenerieren und ähm, also kaputt gehen nach 10, 15, 20 Jahren. Ein Bypass, wenn der mit Arterien gemacht ist, wird er wahrscheinlich ewig offen bleiben, aber kann sich auch wieder zusetzen. Das heißt, eine gewisse Grundangst besteht bei den Patienten oft. Und da kommen unbedingt die Anschlussheilbehandlungen ins Spiel. Warum wir so einen großen Wert darauf legen und das unbedingt benötigen, dass Patienten in eine Anschlussheilbehandlung gehen, damit sie lernen, wieder Vertrauen zu ihrem Körper zu finden. Vor allem, es ist irgendwie aufgeschnitten worden, am Herzen ist irgendwas rummanipuliert worden. Sie müssen wieder Vertrauen zu sich selbst finden. Und die Ängste sind wahrscheinlich vergleichbar. Nächste Frage ist: Kann man sagen? Eine gute Psyche ist gut für alles und spürt eine gesunde Psyche. Ja? Also, ich habe ganz selten Patienten gesehen, die psychisch positiv eingestellt sind, die größere Komplikationen erlitten haben in der Klinik. Extrem selten. Komplikationen kriegen oft Patienten, die vorher schon wissen, dass sie Komplikationen kriegen und diese Komplikationen in irgendwelchen Maßnahmen ihrer psychischen Konstitution herbeiführen. Das heißt, eine gute Psyche, und zwar eine gute Psyche ist für mich jemand, der ausgeglichen ist, der im Leben steht, der seine Kontakte hat, der Realist ist, der aber auch immer das Glas nicht halb leer, sondern halb voll sieht, gute Laune hat, so jemand wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Dinge gut überstehen. Jemand, der immer negativistisch ist, wird öfters mal eine kleine Komplikation erleiden. Der Sport oder sportliche Betätigung ist natürlich eine Sache, die unbedingt die Psyche verbessert, weil Jemand, der sich bewegt und der sportlich unterwegs ist, der hat ja irgendwie einen Willen. Der hat einen Willen, sich zu bewegen, der hat einen Willen, sich um seinen Körper zu kümmern. Der ist nicht depressiv. In der schweren Depression sitzen sie irgendwo rum und machen nichts mehr. Sie liegen im Bett und ihnen ist eigentlich zu viel, aufs Klo zu gehen. Das ist eine schwere Depression. Deswegen, jemand, der noch Sport treibt, fördert seine Psyche. Es ist generell auch so, dass zur Behandlung der Depression die körperliche Betätigung ein unbedingtes Muss ist. Ohne körperliche Betätigung bekommen Sie eine Depression nicht dauerhaft in den Griff. Nach einem Entstemi habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Und jetzt habe ich 30 Kilogramm Gewicht zugenommen. Was soll ich tun? Tja, ist immer die Frage, wie groß Sie sind. Wenn Sie 1,50 Meter sind und haben 30 Kilo zugenommen, ist das was anderes, als wenn Sie 2,10 Meter sind und haben 30 Kilo zugenommen. In der Relation. Aber es ist eine Gewichtszunahme und Sie haben wahrscheinlich die eine Sucht durch die andere Sucht ersetzt. Ähm, Rauchen ist ja eine Sucht, wenn jemand schwerer Raucher ist. Und das Ganze geht dar darüber, dass sie in ihren Mund einen Klimmstängel reinstecken und an dem rumnuckeln. Jetzt nimmt man ihnen den Klimmstängel weg und dann versuchen sie Ersatzbefriedigung zu kriegen. Würde ein bisschen blöd aussehen, wenn Sie als erwachsener Mensch mit so einem Schnuller im Mund rumrennen würden. Deswegen haben Sie sich wahrscheinlich als Ersatzbefriedigung Essen ausgesucht, was natürlich nicht schlecht ist. Aber die Menge macht es natürlich wieder. Das heißt, für Sie wäre es wichtig, dass Sie versuchen, diese Ersatzbefriedigung Essen umzumünzen in eine andere Ersatzbefriedigung, wie zum Beispiel. Idealerweise körperliche Betätigung. Sie sollten sich überlegen, ob Sie vielleicht an einem Disease Management-Programm mitmachen zur Gewichtsreduktion. Das bieten die Krankenkassen an, weil natürlich die Zunahme an Gewicht auch ein Risikofaktor ist für eine koronare Herzerkrankung. Und das muss man bei Ihnen dann im Auge behalten und müsste versuchen, Daran aktiv zu arbeiten. Aber Sie haben das Problem identifiziert. Das ist schon der erste, der erste Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssten Sie sich bloß noch ein paar Kooperationspartner suchen, mit denen Sie Ihr Gewichtsproblem in, äh, in die Reihe kriegen. Mit dem Rauchen wieder anzufangen, wäre jetzt, glaube ich, das allerverkehrteste. So. Sie haben ja noch mehr Fragen, Frau Haas. Oje! Kann es sein, dass nach einer Herzoperation der Patient schnell überfordert, überreagiert, weil das Herz an der herz war? Kann sein. Habe ich Ihnen gezeigt, dass in etwa 30 Prozent der Patienten nach einer Operation mit herz hinterher psychische Auffälligkeiten aufweisen können? Das geht normalerweise nach einem Jahr wieder weg und sie sind wieder in ihrem normalen Zustand. Aber es kann durchaus mal sein, dass diese Überreaktion eine Nebenwirkung der Operation ist in Form einer Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion. Man muss natürlich da auch wieder vorher diese Schilddrüsenwerte etc. durchaus sich angucken. Man muss sie auch vielleicht einmal neurologisch untersuchen ob es zu irgendwelchen neurologischen Veränderungen gekommen ist. Was halten Sie von Selbsthilfegruppen operierter Patienten, um diese Eingriffe zu bewältigen? Sehr viel. Wer sich da sehr bemüht, ist die Herzstiftung, die Deutsche Herzstiftung. Die haben also verschiedene Selbsthilfegruppen, in denen sie sich anbinden können. Was normalerweise eine relativ gute Sache ist, sind sogenannte Herzsportgruppen bei denen Patienten nach Herzoperationen, egal welcher Couleur oder nach Herzinfarkten, sportlich sich betätigen und dabei sich untereinander austauschen. Also das ist quasi Selbsthilfegruppe plus mit Sport. So. Ich habe bei Ihnen, also in unserer Klinik, drei Stents bekommen und habe es gut überstanden. Allerdings. Bei extremem Arbeitsstress habe ich immer wieder einen Druck auf meinem Brustkasten. Was sollte man dringlichst machen? Ja. Relativ einfache, äh, einfache Beantwortung. Kardiologische Diagnostik, Belastungs-EKG, nachgucken lassen, was los ist. Auch ein Stent kann sich mal wieder verstopfen oder die Herzerkrankung ist weiter vorangeschritten. Und das Send ist zu. Ich würde das davon abhängig machen, wann Sie diese Beschwerden haben. Wenn Sie Beschwerden bei Belastung haben, ist das eine sogenannte stabile Angina-Pectoris. In dem Moment, wenn die Belastung wieder aufhört, gehen die Schmerzen weg. Wenn die Schmerzen auch in Ruhe auftreten, würde ich Ihnen anraten, dass Sie relativ dringlich dann einen Arzt aufsuchen oder einen Kardiologen und sich dann auch klinisch untersuchen lassen. Die Frau Haas hat noch mehr Zettel. Zu der Frage nach dem erhöhten Blutdruck nach Covid, kann man das bei Ihnen ambulant durchchecken lassen? Nein. Das sind Dinge, die in einer Spezialklinik leider nicht so viel verloren haben. Das sind Dinge, die kann man im Vorfeld aussortieren. Ich habe Ihnen das ja gezeigt, wir müssen, äh, äh, wir im, im Herzzentrum sind für alle Herzerkrankungen da. Aber wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und die arbeitsteilige Gesellschaft beinhaltet, dass die Vordiagnostik, das heißt, Blutdrucküberwachung, Blutentnahme, Anamneseerhebung, die Vorsortierung, das muss stimmen. Wenn wir uns mit allen Erkrankungen beschäftigen würden, würde das unsere Kapazitäten sofort sprengen. Wir, wir, wir können, wenn jemand Verdacht hat, auf ich habe irgendwie Schmerzen im Brustkorb, ich glaube, es ist was am Herzen, jederzeit, kann jeder kommen. Aber für eine Blutdruckkontrolle, was jetzt nichts Raketenwissenschaftliches ist, das können Sie zum Teil selbst machen oder mit Ihrem Hausarzt regeln. Und dann können Sie gerne zu uns kommen. Sie sind auch gerne willkommen. Mir wurden zwei Stents gesetzt. In welchem Zeitraum nach der Prozedur? Muss ein Kardiologe zur weiteren Behandlung nach Untersuchung aufgesucht werden? Auch eine gute Frage. Wenn Sie einen Stand bekommen haben und haben keine Beschwerden mehr, dann muss man davon ausgehen, dass das alles in Ordnung ist. Normalerweise wird in regelmäßigen Abständen eine Kontrolluntersuchung gemacht, und zwar eine Kontrolluntersuchung im Rahmen eines Belastungs-EKGs. Sie wissen ja, was vorher war, wie vorher die Beschwerden waren. Meistens weiß es auch der Sie untersuchende Kardiologe und der untersucht Sie danach, macht einen Ultraschall, guckt, wie die Wandbewegungsstörungen sind, ob welche da sind oder ob neue da sind oder ob irgendwelche weg sind und dementsprechend wird er Sie dann beraten, wann die nächste Nachuntersuchung ansteht. Wenn Sie Beschwerden bekämen, Druck in der Brust oder Luftnot oder so irgendwas, dann muss man diese Untersuchungen natürlich früher machen und vorziehen. So. Jetzt geht es noch weiter. Tja, ich bin 1,85 Meter und habe in einem Jahr 30 Kilo zugenommen von 90 kilogramm auf 120 kilogramm. ich vermute, das ist der, der gleiche mensch, der vorhin geschrieben hat. also, sollten sie wieder gucken, dass sie auf 90 kilogramm kommen. das muss halt begleitet werden. das müssen sie herausfinden, mit welcher diätform die das, sie das machen. und wahrscheinlich geht es nur mit körperlicher betätigung. frage, wie lange hält eine rekonstruierte mitralklappe? ja. Eigentlich soll eine rekonstruierte Mitralklappe ähm, immer halten. Man muss natürlich wissen, wegen was wurde diese Klappe repariert, wie war das Gewebe der Klappe, als sie repariert wurde. Ähm, was man sagen kann, ist, wenn eine rekonstruierte Mitralklappe länger als zwei Jahre gehalten hat, ist das schon ein Erfolg gegenüber einem Klappenersatz, weil bei einem Klappenersatz die Klappe äh, kaputt geht und die Lebenserwartung dann auch reduziert ist. Und deswegen ist schon, wenn Sie, zwei, also wenn Sie zwei Jahre geschafft haben mit einer rekonstruierten Mitralklappe, haben Sie einen Überlebensvorteil gegenüber einer ersetzten Mitralklappe, auch mit, mit der Reoperation. Aber normalerweise sollte eine rekonstruierte Mitralklappe immer halten. Kann aber auch mal kaputt gehen. Das gibt es, wenn eine Entzündung dran ist oder wenn, äh, wenn das Gewebe schlecht war oder wenn die Ausgangssituation nicht optimal war, dann kann auch eine reparierte Metallklappe einen Defekt bekommen. Die Frau Haas schreibt schon wieder weiter. Die ist ganz aufgeregt, weil sie so tolle, hervorragende Fragen an uns stellen. Super. Jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Es wäre wahrscheinlich einfacher, ich würde es direkt ablesen. Aber da müsste ich dann immer wieder zu Ihrem Laptop dahin robben. So. Ui, das ist ja eine lange Frage. Es kommen noch mehr Fragen. Vielen Dank. Steht da schon mal. Oh. Aha, ich habe nach einem Klappenersatz drei Jahre her plötzlich einen Pratikaten Sinusrhythmus mit vielen Extrasystolen. Also ähm, Pratikaten Sinusrhythmus, das heißt einen langsamen Herzschlag mit, mit Extraschlägen. Das macht mir oft Angst. Verstehe ich. Ähm. Nach einer Klappenoperation kann sowas passieren, vor allem wenn es die Aortenklappe ist. Da ist ein Reizleitungssystem in der Nähe, das kann kaputt gehen mit der Zeit. Wäre wahrscheinlich auch ohne die Klappe kaputt gegangen. Man muss halt jetzt schauen, wenn Sie solche Herzrhythmusstörungen haben, nehmen Sie Medikamente, die das Herz langsam machen. Das ist so das Einfachste. Kann man die weglassen, dass das Herz schneller wird, dann werden die Extrasystolen weniger. Wenn das schon alles weg ist und Sie, das Herz ist immer noch langsam und Sie haben Extrasystolen, dann muss man eine sogenannte rhythmologische Diagnostik machen, man muss das Herz mal stimulieren mit einem kleinen Schrittmacher, den man temporär einsetzt, also vorübergehend und dann guckt welche Art von Herzrhythmusstörung vorliegt und dann kann man bei Ihnen genau sagen, ob Sie wegen Ihrer Herzrhythmusstörung eventuell sogar in örtlicher Betäubung einen kleinen Herzschrittmacher benötigen würden. Aber dass Sie da Angst haben, verstehe ich. Das ist klar. Aha. Mein Kardiologe hat mir Tromkardin verordnet und meint abwarten. Wie kann ich abschätzen, ob diese Herzrhythmusstörungen psychologisch sind? Ich glaube, sie sind nicht psychologisch. Ich glaube, diese Herzrhythmusstörungen sind in der Tat eine Herzrhythmusstörung, die ähm, strukturell entstanden sind, weil sie am Herzen eine Operation hatten und eine Herzklappe eingesetzt wurden. Der Sache würde ich auf den Grund gehen. Mit Diagnostik, Langzeit-EKG, Belastungs-EKG, eventuell Kiptisch-Untersuchung nachgucken. Äh, Tromkardin ist natürlich auch so eine... Also, das, das ist ja nichts, nichts Schlimmes, das ist ja, nur eine, das ist ja nur ein Medikament, was die Elektrolyte ein bisschen anhebt. Ich würde Ihnen ratschlagen wollen, ein Langzeit-EKG anzubasteln, dass Sie ein Langzeit-EKG tragen und man mit dem Langzeit-EKG gucken kann, wie ist das? In Ruhe, wie ist es nachts, wie, wie verhalten sich Ihre Herzrhythmusstörungen und dann, äh, wenn das bedenklich sein sollte, weitere Diagnostik in Angriff nehmen. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die tollen und hervorragenden, bereichernden Fragen, die Sie gestellt haben. Und wir würden jetzt die Schaltung aus Offenburg, aus Studio 1 beenden und verabschieden uns alle. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für das, dass Sie dabei waren und hier teilgenommen haben und, ähm, und freue mich, wenn wir vielleicht bei der nächsten Gelegenheit uns wieder sehen oder sprechen können und hoffe, dass wir die nächsten Veranstaltungen wieder live und äh, frontal durchführen können. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, ihr Stefan Bauer. Auf Wiedersehen.